Herzlich willkommen bei uns, bei der Familie Schreiner im Hof von unserem alten Bürgerhaus. Und herzlich willkommen hier im Burgunderstudio zu einer weiteren Newcomer-Folge von Flaschendreh. Jetzt rede ich aber trotzdem noch weiter, weil ich rede ja gerne. Wir aber auch, und deshalb übernehmen wir jetzt das Ruder. Wir sind heute in Rust beim Weingut Schreiner. Ein sehr umtriebiges, junges Weingut, die hervorstechen durch Aktionen, die nicht so alltäglich sind. Buch- und Weinverkostungen, Impro-Heuriger, was auch immer. Also es ist ein eher literarisch angehaucht. Aber vom Lesen. Aber hauptsächlich stechen sie heraus durch gute Weine. Sehr gut. Wir kosten jetzt einmal was. Als erstes habe ich ausgesucht einen Sauvignon Blanc 2011. Ein burgenländischer Sauvignon. Ja, eben, dass die Steirer mal was Gescheites auch trinken. Na, vielen Dank. Na? Ja. Da nimmt er den Mund sehr voll. Ach, das ist gut. Wahrscheinlich nicht. Ist er sehr vollmundig. Gar nicht notwendig. Sauvignon. Schauen wir mal. So, Steirer. Koste und Weine. Na, so schlecht ist der Wein nicht. Ja. Aber was sagt ihr denn? Ihr seid die Sauvignon Blanc Profis. Ja, sauber, Hustenzuckerl, bisschen das Katzenthema hat er auch. Aber das ist bei Sauvignons, die sehr warm gehabt haben, fast immer der Fall. Grasig ist er nicht, eher exotisch. Ja, das Eukalyptus und sonstiges Ding hat er dann, finde ich, am Gaumen auch. Da sind auch durchaus so, was ist denn das? Ein bisschen so Litschi und so Zeug. Also sehr reif, das merkt man schon, hat viel Sonne bekommen. Als Steirer erlaube ich mir anzumerken, dass ich mir ein bisschen mehr Säure nicht schaden täte. Schöner Wein, gefällt mir gut. Ja, ist halt auch burgenländischer Sauvignon, aber das macht ja nichts. Ja, das ist gut so. Ja, passt. Was kommt jetzt? Jetzt kommt noch ein Wein. Nämlich, der steht bei dir. Der steht bei mir. Jetzt kommt nämlich der Blaufränkisch Rodolith 2008. Ja, auch als Rust, eh klar. Schenke mal ein. Rodolith, was sagt uns das? Also ich erzähle einmal ganz kurz was über das Weingut Schreiner. Weingut Schreiner, Henry Schreiner, der sich vielleicht auch noch einmischen wird in diese Folge, wir wissen es noch nicht, hat früher im Weingut Triebaumer gearbeitet, das die meisten kennen. Und er hat dort gerne gearbeitet, weil sie sind, glaube ich, von der Ideologie sehr ähnlich. Dickschädelt. Das weiß ich nicht, aber sie haben eine klare Linie. Okay. Das Weingut Schreiner ist dann gewachsen und irgendwann ist es dann zu einem Vollerwerbsbetrieb geworden. Hat an die 6,5 Hektar, baut Weißweine und Rotweine aus. Rotwein, Blaufränkisch, einen sensationellen klassischen, aber auch den Rodolith. Kirschenfrucht. Allerdings, ja. Extrem jetzt. Also das war vorher, wir haben jetzt ein bisschen gelüftet, wenn wir aufgemacht haben, war es nicht so. War die eigentlich im Fassl? Bei uns bleiben alle Rotweine für mindestens 14 Monate im Fass. Das ist einfach, ein Rotwein braucht einfach die Zeit, um reifen zu können. Dann ist er erst ein Rotwein und das Fass gehört einfach auch dazu. Also der, was jetzt super durchkommt, ist die Würze. Also ganz am Anfang, wie wir ihn aufgemacht haben, war er eher ein bisschen so ein bisschen kitschig. Ja. Der hat ein bisschen verpackt geschmeckt und so. Irgendwie eindimensional, aber jetzt ist er sehr, sehr interessant. Gibt es wirklich Gas? Schauen wir mal, was er am Gaumen geschreinert hat, der Schreiner. Da merkt man die Lehrjahre. Ja, von der Stilistik sehr kühl, ziemlich konsequent durchgezogen die Linie, eine klare Fruchtaussage. Da sind hinten auch diese, ich würde schon sagen, da ist die Kirschen hinten auch noch da. Ja, schönes Tannin. Ja. Also es ist schon ein fordernder Wein, oder? Ja, also fordernd. Er ist kein Anfängerwein vom Newcomer, sondern es ist eher schon für Leute, die wissen, was ein Blaufränkisch ist. Ne? Sehr schön, spannend. Was den Steirer jetzt natürlich interessiert, aus leidgeprüfter Steirer muss man immer tief ins Taschel greifen für einen Wein. Was kostet das Ding? Ja, das ist ja jetzt das Allerbeste dran.
Der Sauvignon kostet 5,90. Sagen wir in der Steiermark einen Sauvignon 5,90, den man gut trinken kann. Ja, und dieser Blaufränkische Rodolit kostet, glaube ich, 9,50 Euro. Ich halte ihn noch einmal ins Bild, damit er auch noch größer wird. Blaufränkische Rodolit, Weingutschreiner aus Rust. Absolute Kaufempfehlung. Vielleicht nicht für die absoluten Beginner zum Thema Blaufränkisch, für die, die schon ein bisschen geschult sind. Ebenso sehr interessant und auch im Okkasionsbereich der Sauvignon vom Weingutschreiner. Kann man auch als Steirer sagen, durchaus kosten, brauchen wir nicht diskutieren. Geben wir Punkte auch. Gern. Also dann? Den Sauvignon 89. Ja. Und dem Blaufränkisch 92 plus. Gut, beim Blaufränkisch bin ich voll dabei, den Sauvignon muss ich etwas flacher bewerten, da bei 88, das tut es auch. Ja, in diesem Sinne, ein Newcomer für Sie, eine Empfehlung für Sie da draußen, auch für Sie da draußen und auch für Sie da drüben. Probieren Sie das, wir würden uns freuen, wenn wir ein paar Feedbacks drauf kriegen, wie Sie das finden. Prost! Prost! Na, vielen Dank!